Wochenupdate, magischer Mittwoch, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute das Video etwas später, weil mein Tagesablauf heute einmal ein bisschen durcheinander gerührt wurde. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt in die Botschaften zu schauen. Ich danke euch auch für all eure Kommentare. Freue mich schon über jeden, der am 13.09. mit dabei ist bei Be Unique. Ihr könnt euch noch weiterhin anmelden, heute noch zum absoluten Early Bird. Preis und dann den Link zur Anmeldung findet ihr im Kommentarfeld und in der Infobox. Dann, bevor ich starte, war die Anfrage nochmal da von einigen von euch. Caro, bitte mach doch nochmal einen Infocall zu deiner Aura Healing Master Ausbildung. Den gebe ich und zwar nächste Woche Dienstag am 20. August, 19 Uhr, wenn du dich informieren möchtest über meine Ausbildung, die im September startet, 4 Monate, du bekommst eine eigene App und das ist wirklich eine, ja, eine mega Ausbildung, weil wir alle Bereiche einfach abklabastern. Spiritualität, Körper, Geist und Seele, jedes Organ, wir gehen in Vorleben rein, also es wird einfach grenzgenial, wie jede Ausbildung von mir. Und wenn du kostenfrei an dem Infocall mit teilnehmen möchtest, dann klickst du auf den Link ebenfalls im Kommentarfeld, der dich dann zu EloPage führt. Du bekommst die Zugangsdaten für den Zoom und dann freue ich mich, wenn wir uns am Dienstag, 20. August, 19 Uhr live sehen. So, und jetzt geht's rein, ihr Lieben, mit dem Seelenschimmer-Orakel-Deck. Und wir gucken mal, was diese Woche noch wichtig ist für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Was möchte als Botschaft kommen? Da haben wir einige Botschaften. Halleluja. Wir haben die plejadische Heilenergie, die kommt. Wir haben die Botschaft der Wasserdrachen. Hier meine Lieblingszahl, die Botschaft der Zahl 33 und die Blaupause. Das ist schon mal einiges, womit wir hier starten. Unterliegende Energie, das All-Eins-Sein. Und das ist genial. Warum? Diese Energie hatten wir tatsächlich in der Wochenbotschaft. Also, das ist schon mal mega spannend. Wir sind hier bei der ersten Karte in der sechsten Dimension. Die sechste Dimension und sie kommt mit den Plejaden, also mit der plejadischen Heilenergie. Kannst mir ja mal sagen, ob du die letzten Tage, gerade auch am 12. August, wo wir ja unsere Sternschnuppennacht hatten, wo wir die ganzen Codes bekommen und wirklich geflutet wurden und auch immer noch werden von hochschwingenden Energien. Wie war es für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Oder sagst du, nur für mich war alles wie immer? Genau. Hier geht es um Aufstieg, Heilung und deine Lebenskraft. Du bist umgeben von lichtvollen Wesen, die jetzt ihr Wissen, vor allem ihr Heilwissen, mit dir teilen wollen. Wie passend, nee, dass wir dafür am Dienstag noch den Infocall zur Aura Healing Master Ausbildung haben. Es ist hier für dich nochmal wichtig zu gucken, hey, welche Themen brauchen gerade wieder Kraft in deinem Leben? Wo hast du gerade diesen Moment, wo du vielleicht auch selber siehst, wow, ja, ich stehe hier gerade vor einer Entscheidung. Es gibt die Wahrheit, die du immer wieder fühlst und die du vielleicht ein bisschen in die Zukunft schiebst, aber du wirst immer wieder feststellen, du kannst nicht davor weglaufen. Was raubt dir aktuell Harmonie und Kraft? Wo brauchst du jetzt vielleicht auch wirklich die Integration dieser Heilenergie? Dann gehen wir weiter in die siebte Dimension. Und in der siebten Dimension oder aus der siebten Dimension kommt die wundervolle Wasserdrachin. Und die Wasserdrachin hat natürlich auch eine Botschaft an dich. Sie möchte dich nämlich hier daran erinnern, dass du auch fürsorglich mit dir sein sollst. Sanft und mitfühlend. Du bist niemals alleine. Und es kann sogar sein, dass du gerade sagst, boah, ja, ich habe einen Bezug zu Drachen. Und ich rede hier jetzt wirklich von den hochschwingenden Wesen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du sagst, ja, meine Schwiegermama ist ein Drache oder whatever, sondern es ist wirklich hier diese Wasserdrachin, die zu dir kommen möchte. Es ist ein Wesen voller Liebe. Und diese Liebe und Sanftmut möchte sie dir ins Feld geben. Das heißt, vielleicht ist es gerade ganz wichtig für dich, dich deinem Leben schwerelos mal hinzugeben, dass du lernen darfst, mitfühlend mit dir zu sein,
dich fallen zu lassen, dass du nicht immer nur funktionieren musst, sondern dass du auch wirklich genießen darfst, dass du getragen bist. Und das ist jetzt quasi so diese Energie, die jetzt diese Wasserdrachin in dein Feld gibt, die dir sagt, hey, egal was gerade ist, lehn dich zurück und lass mich mal machen, aber dafür lad sie bitte ein. Gerade wenn du sagst, oh Mann, ich steck gefühlt fest, hol dir die Energien aus den anderen Dimensionen in dein Feld. Sie kommen aber nur und sie dürfen nur dann wirken, wenn wir sie aktiv einladen und die Erlaubnis aussprechen. Das ist genauso wie in der Heilarbeit, da gibt's, es heißt immer so schön, kein Coaching ohne Auftrag. Ich arbeite auch nur, wenn ich ein klares Go habe. Ich arbeite mit keinem einfach nur, weil ich gerade meine, der könnte was Gutes gebrauchen. Das ist halt einfach so ein oberstes Gebot. Und so funktioniert das in der Welt der Frequenzen, der Welt der anderen Dimensionen ebenfalls. Und es geht weiter. Wir gehen in die achte Dimension. Die achte Dimension Sigma. Und hier haben wir die Botschaft der 33. Das ist eine Meisterzahl. Vielleicht ist es sogar deine Lebenszahl. Und die 33 wird ja in der Lebenszahl nicht reduziert auf die 6, sondern sie bleibt ähnlich wie die 11 und die 22 als Meisterenergie stehen. Hier geht es um das universelle Wissen und die Seelenentwicklung, die du aktuell durchläufst. Das ist wirklich eine hochschwingende Energie. Und hier kommen die Wesen aus der achten Dimension zu dir und sagen, hey, wir bringen dir mal eine Portion Wissen, aber auch Verständnis und Humor, damit du lernst, dass jeder Aufstieg und auch die Aufstiegsschmerzen mit einer gewissen Freude durchlebt werden dürfen, mit einer gewissen Leichtigkeit. Wir müssen das Drama nicht immer noch dramatisieren. Und du bist eingeladen, deine wunderschöne Essenz deiner Seele zu erkennen und dich mit dem unsterblichen Teil von dir zu verbinden. Du bist ein hochschwingendes Wesen und das darf dir bewusst werden. Und damit mit diesem göttlichen Teil sollst du dich verbinden. Erkenne, dass es jetzt wirklich wichtig ist, hinzuschauen. Das ist quasi, hier haben wir schon das, worauf wir da als nächstes kommen, diese Blaupause. Es ist das Erkennen, dass Schleier des Vergessens nur genau ein Schleier ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Schleier, den du jederzeit zur Seite ziehen kannst. Und immer wieder den Einblick in das universelle Wissen und in die höheren Blaupausen, die die Erde, die Menschheit und dich auch betreffen, zu erlangen. Du darfst dich hier mit dieser Klarheit und diesem Überblick verbinden. Das ist auch so ein bisschen die Herrscherenergie, ne? Diesen Überblick zu behalten. Ganz klares Ziel im Auge zu haben. Deinen Plänen, deinen persönlichen Plänen zu folgen oder Zielen zu folgen. Und alles, was du jetzt nicht mehr brauchst, was deiner seelischen Entwicklung nicht entspricht, dass du das verändern kannst, in die Veränderung auch einschwingen lässt. Und das kommt mit der 33 unter anderem in dein Feld. Das kann auch wirklich wie so ein Schlüsselerlebnis sein, wo du auf einmal denkst, wow, ich merke, in mir verändert sich was. Ein Durchbruch, ein Aufstieg steht an. Schreib es mal in die Kommentare, ob du da in Resonanz gehst und sagst, ja, ja, ich fühle das. Irgendwo steht eine riesen Veränderung an. Und dann geht es hier richtig ab, die Post. Wir gehen nämlich in die Blaupause und sind hier in der 12. Dimension. Und mit diesem Punkt kommt quasi an dich die Einladung, mal hinzuschauen. Alles klar, wo willst du hin? Und was bist du bereit dafür zu geben? Es geht hier wirklich um die Neuausrichtung, deinem Seelenplan zu folgen. Wenn hier der Schlüssel kommt, sag dir die Blaupause, alles steht offen. Entscheide dich bewusst, was du erschaffen möchtest. Denn wir können vielleicht nicht immer alles beeinflussen, was gerade an äußeren Umständen in unserem Leben ist. Aber du kannst dich immer dazu entscheiden, welche Gedanken möchtest du dieser Situation gerade geben? Das ist die Macht, die du hast. Und wie du weißt, aus Gedanken wird am Ende Materie. Kannst du und hast du wahrscheinlich auch schon erfahren,
Wenn nicht, kannst du es erst dann erfahren, wenn du deine Gedanken dauerhaft umformulierst. Und das schaffst du, indem du wirklich immer wieder achtsam und reflektierend bist, schaust, hey, was habe ich gedacht? Was habe ich gesagt? Wie habe ich gesprochen? Und wie waren meine Handlungen? Die Wesen der 12. Dimension möchten dich jetzt an die Hand nehmen und Stück für Stück mit dir wirklich dein Leben manifestieren, was du dir doch verdient hast, was du dir so sehr wünschst. Hör auf deine Wünsche. Hör auf das, was für dich bereitsteht. Und ich rede hier von diesem Seelenruf in dir. Und das sind Wünsche, die unser Kopf und unser 3D-Sein manchmal etwas eingrenzt, weil wir es verlernt haben und neu lernen dürfen, uns erinnern dürfen, dass uns die pure Fülle zur Verfügung steht. Also ist es jetzt hier wirklich dieser Aufstieg. Du bekommst die Heilung, lad die Plejaden ein. Du bekommst die Liebe, Leichtigkeit und Freunde, lad die Wasserdrachen ein. Dann kommt der Schlüsselmoment. Die Zahl 33 beamt dir hier ihre Meisterhaftigkeit ins Feld, um dann endlich den Mut zu bekommen, hier einen nächsten Step zu machen. Und zwar in deinem Tempo, aber bitte beweg dich. Okay. Dann gehen wir mal rein mit den Tarotkarten. Und es gibt natürlich heute eine Erweiterung für alle Mitglieder der 2. Stufe hier auf YouTube. Das bedeutet, wenn du Mitglied bist, schau hin. Die nennt sich einfach nur Soulmate, die Stufe. Es kann sein, wenn du mit einem Apple-Gerät arbeitest, das heißt, ein anderes Betriebssystem halt einfach hast, dass du es nur am PC sehen kannst oder am MacBook. Oder whatever, am Handy ist es manchmal schwierig, die Stufe auszuwählen, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Aber ich habe einen Link auch in der Infobox, über den kannst du es direkt auswählen. Das kann ich auch von meinem Handy, ihr Lieben. Okay, was ist wichtig? Da kommen schon mal die 8 Stäbe. Der Stern, deine Wunscherfüllung und der Hierophant. Ja. Mach weiter, heißt es hier. Von welchen Altlasten darfst du dich hier lösen? Es geht um deine Wünsche, um deine Seelenwünsche. Welchen Mentor brauchst du gegebenenfalls? Denn die Harmonie steht an, die 4 Stäbe. Du machst das, was du gerade planst, sollst du gar nicht alleine machen. Es geht nicht darum, etwas komplett nur alleine durchzuziehen, sondern jetzt wirklich die Erfahrung zu machen, im Team, gemeinsam etwas Wundervolles zu kreieren, dich auch mal tragen zu lassen. Und das hat etwas mit einer Erlaubnis zu tun. Schau mal hin. Ich könnte mir vorstellen, dass du jemand bist, der sagt, hey, wenn Hilfe gebraucht wird, ich bin da. Jetzt darfst du aber sagen, ich nehme auch gerne mal Hilfe an. Hier mit den 8 Stäben kommt hier immens viel Bewegung rein. Das heißt, ganz viele Dinge, kann sein, dass diese Woche können ganz viele Dinge auf einmal passieren. Da ist ein Fortschritt. Fortschritt, du schreitest voran in Richtung Stern. Klarheit, Heilung, Wunscherfüllung. Und das auf allerhöchstem Niveau mit dem Hierophanten. Der Hierophant ist für mich immer auch die geistige Welt, die sagt Hallo oder alle Wesen aus anderen Dimensionen. Das ist die spirituelle Führung. Das ist das Vertrauen und die Hingabe, der Glaube an deine Wünsche. Und wer bringt dich hier manchmal von dem Glauben ab? Von wem lässt du dich beeinflussen? Wer zieht dich runter? In der Erweiterung schaue ich nämlich gleich rein, was ist die größte Herausforderung und wer zieht dich hier wahrhaftig runter, damit du wirklich nochmal in die Reflexion kommst und schaust, okay, hey, ja, da muss ich eine Stellschraube jetzt verändern. Auf den Hierophanten geklärt kommen die Vögel und das ist, dass hier vielleicht aus dem Nichts ein Anruf kommt, irgendwo eine Kommunikation kurzzeitig dich unter Druck setzt, ja. Aber natürlich auch, hey, du bist nicht alleine. Schau mal hin, wo stresst dich hier noch etwas? Wo stresst dich gegebenenfalls auch eine Verbindung? Denn der Hierophant steht ebenfalls für die Ehe, für den Zusammenschluss. Wer stresst dich hier also? Auf den Stern geklärt kommt der Turm.
Und da haben wir die Einladung, wo ist es jetzt wichtig, um diesen Wunsch zu erreichen? Dieses Ziel, was du vor Augen hast, wo ist es wichtig, eine Grenze zu setzen, aber auch eine Grenze zu überschreiten? Klarheit in behördlichen Angelegenheiten könnte hier kommen. Frieden mit einer Trennung, mit einem Rückzug, aber auch der Erfolg, alles, was diese Selbstständigkeit angeht. Die 8 Stäbe, und das ist ja jetzt dieses, ja, hier kommt Bewegung rein, ist die Einladung zum einen aktiv auf deine Geistführer zuzugehen, wirklich doppelte Aktivität. Wir haben hier wieder den Reiter, das heißt, hey, hier kommt richtig Power rein, aber du musst ins Handeln kommen. Jetzt heißt es, werd aktiv, schaue hin. Wenn du am Bahnhof sitzt und wartest, dass die Veränderung, also wenn du nur hier rumsitzt und auf eine Veränderung wartest, ist es ungefähr so, wie wenn du am Bahnhof sitzt und auf ein Schiff wartest, was dich aufs Meer bringt. Es wird nicht passieren. Die Veränderung beginnt mit deinem Tun, mit deiner anderen Art zu denken und natürlich auch zu kommunizieren. Also schau da einfach mal hin. Denn es lohnt sich, hier an deinen Wünschen festzuhalten. Habe das Vertrauen, auch das Gottvertrauen. Schau aber auch hin, wo hältst du zwanghaft an etwas fest, was dich immer wieder blockiert, was dich immer wieder irgendwo an einer Schwelle stehen lässt und dich gar nicht so richtig in die Bewegung kommen lässt. Hier hätten wir beispielsweise auch eine Weiterbildung, die du intuitiv, das Wissen, was du dir intuitiv aneignen möchtest. Wer oder was hält dich davon ab, es wahrhaftig zu tun? Was ist der universelle Tipp an dich, bevor es in die Erweiterung geht? Der universelle Tipp. Guck mal, 3 Karten. Die Hohepriesterin kommt. Ja, ihr seht die Karten, wunderbar. Die 5 Kelche und die 3 Stäbe. Entscheide dich in Bezug entweder auf einen Gegenüber oder in Bezug auf deine eigene Standhaftigkeit, auf deine eigene Sicherheit, jetzt loszugehen. Und zwar mit der Energie und der vollends bedingungslosen Liebe der Hohenpriesterin. Hier heißt es, okay, schau hin. 3 Stäbe und die Hohepriesterin ist die Einladung für Weiterbildung, Fortschritt, Aufstieg auf geistiger und seelischer Ebene. Der Körper zieht mit und der zieht nach. Aber mit den 5 Kelchen sehen wir, okay, vorher ist aber noch etwas aufzulösen. Die Kelchenergie sind Emotionen, Gefühle, all das in uns drin. Und die 5 Kelche sagen, da gibt es eine Enttäuschung. Irgendwo ist da einfach noch ein gewisser Verlust, der noch nicht bearbeitet wurde. Entscheide dich, diesen Verlust und diese Enttäuschung anzunehmen, zu integrieren. Mach dir bewusst, dass das Ende einer Täuschung dich in die Klarheit gebracht hat, auch wenn es weh tat. Nimm es als Wachstumsschmerz für dich an. Mach dich auf. Die 3 Stäbe laden dich nicht ein, noch eine Entscheidung zu treffen. Die sagen, let's fetz. Rock'n'Roll, Baby. Und das haben wir ja hier komplett liegen. Du bekommst die Unterstützung komplett. Es ist nur die Frage, willst du es? 3 Stäbe geklärt mit den Lilien. Das heißt, hey, komm in die Balance. Geh für deinen Frieden los. Geh in Ruhe, in einem Gleichgewicht, find deine innere Balance und die kommt auch. Schau dir ebenfalls an, wo du jetzt einfach deine Kraft aus dem Sakralchakra nutzen kannst. Kreativität, Inspiration, Aktivität. Auf die 5 Kelche klären wir mit der Angst. Das ist der Fuchs. Das ist eine gewisse Angst, aber auch diese Täuschung, ja, die Enttäuschung. Mach dich auf zu neuen Ufern. Jetzt darfst du mal gucken, hey, wohin möchtest du fahren? Schau mal hin, was schon alles auf dem Weg zu dir ist. Lass es rein. Folge deiner Intuition. Entferne dich von Intrigen, von Neidern, von Eifersucht, von allem, was dich täuscht, von Betrug, von diesen niedrig schwingenden Energien und verlass dich auf dein feines Näschen. Aktiviere deine Sensoren wieder.
Und die Hohepriesterin kommt hier mit dem Herz. Das ist die Liebe, das ist die Herzlichkeit, das sind Herzensangelegenheiten. Hilfsbereit, wo darfst du Hilfe annehmen? Wo darfst du deinem Herzen, deiner Herzensmission jetzt folgen? Dein Herz ist dein Kompass und führt dich in dein, ja, in dein Glück. Und jetzt, ihr Lieben, geht es in die Erweiterung rein. Ich gehe rein mit dem keltischen Kreuz und wir schauen uns mal wirklich die Herausforderung an. Warum steckst du fest? Was kommt aus der Vergangenheit hoch? Was kommt von außen und was muss losgelassen werden, damit du welches Ziel erreichen kannst? Ich sage bis gleich, Stufe 2 im Mitgliederbereich. Wenn du nicht unter dem Video direkt findest, Mitglied werden, schau unter dem Video auf den Punkt Mehr und scroll etwas durch den Text. Ziemlich weit unten findest du den direkten Link, um Mitglied zu werden. Und denk an den Dienstag. Da sehen wir uns um 19 Uhr zum Infocall. Kostenfrei. Freue mich auf dich und sag bis gleich.